Wir haben Herbst. Für uns Rennradfahrer immer noch eine hochattraktive Zeit. Die Beine sind schließlich noch super vom Sommer. Das Wetter lässt allerdings zu wünschen übrig. Genau deshalb möchte ich euch heute zwei Bekleidungsteile vorstellen, die euch im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch retten können bei schlechtem Wetter. Zum einen das wohl für mich essentiellste Teil für einen Rennradfahrer, eine Weste, und zwar die POC Elements Weste, die, wie der Name schon sagt, euch vor Wind und Wetter und den Elementen gut schützt. Es ist eine sehr reduzierte Weste. Wir haben hier ein sehr, sehr leichtes Material. Es ist wind- und wasserabweisend. Wir haben verschiedenste reflektierende Elemente auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und ein Punkt, den ich persönlich sehr schön finde, ist, dass die Weste auf der Rückseite ein stark wasserabweisendes Material im Gesäßbereich verbaut hat, sodass, wenn ihr im Regen auf dem Bike sitzt und überrascht werdet von einem Regenschauer, von hinten nicht komplett durchnässt vom hochspritzenden Wasser. Die Passform der Weste ist sehr angenehm. Wir haben ein ganz leichtes Stretch unter den Armen, sodass ihr die Weste auch easy über ein Langarmtrikot oder über eine etwas dickere Jacke anziehen könnt, die nicht wasserabweisend ist. Und wir haben einen sehr, sehr leichtgängigen Reißverschluss, sodass ihr die Jacke auch problemlos auf dem Bike oder beziehungsweise die Weste problemlos auf dem Bike schnell überziehen und auch wieder ausziehen könnt. Ein schöner Punkt bei dieser Weste ist einfach, dass sie sehr leicht ist und ihr sie sehr schnell wieder zusammenfalten könnt und in 0,nix wieder in der Trikottasche verstauen könnt. As simple as that. Das zweite Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist die Shimano Evolve Windjacke. Deren Namen, wie ich finde, ein bisschen irreleitend ist. Ich selber bin die Jacke im letzten Winter gefahren und möchte euch gerne ein paar Details zur Jacke zeigen. Beim ersten Öffnen der Shimano Evolve Windjacke fällt am meisten direkt der Thermo-Inlay auf. Der Thermo-Inlay ist ganz einfach über einen Magnetverschluss an die Jacke anzuklippen und sitzt im angezogenen Zustand der Jacke quasi direkt vor eurem Bronchien. Wie die Wärme in der Jacke verbleibt, habt ihr nun gehört. Was für mich allerdings ein sehr entscheidender Faktor bei einer Jacke ist, ist einfach die Atmungsaktivität. Und hier hat Shimano einen echt tollen Job geleistet. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einfach ein bisschen Wärme aus der Jacke zu lassen über die klassische Lösung eines Reißverschlusses unter den Armen. Aber, und das finde ich persönlich sehr schön gelöst, Shimano hat auf der Rückseite oberhalb oder unterhalb des Nackens mit Lasercut gearbeitet und einfach ganz viele kleine Löcher eingearbeitet, durch die halt eben Schweiß austreten kann und Körperwärme. Ganz klassisch haben wir auf der Rückseite der Jacke auch drei Trikottaschen aufgesetzt, allerdings mit einer Besonderheit, denn in der mittleren Tasche ist eine Smartphone-Tasche eingearbeitet, die mit einem wasserabweisenden Material versehen ist, sodass euer Smartphone auch bei einsetzendem Regen gut geschützt ist vor Nässe. Ein Punkt, den ich persönlich noch sehr wichtig finde, ist eine kleine Reißverschlusstasche. Hier könnt ihr eure Wertsachen, euren Autoschlüssel, Kreditkarte, was man alles so bei hat, sicher verstauen und ja, es fällt nichts aus den Trikottaschen heraus. Die Passform der Jacke ist relativ performanceorientiert, allerdings ist die Evolve-Serie quasi eine Stufe unter der absoluten High-End-Performance-Serie von Shimano angesetzt, der Sphere-Serie, sodass ihr halt auch hier im Winter eine durchaus angenehme Passform, nicht zu eng, nicht zu körperbetont, auch mit dicken Base-Layer oder sogar mit einem Trikot darunter habt. Sehr schön sind vor allen Dingen auch die Armabschlüsse, die sehr, sehr eng abschließen und die ihr über eure Handschuhe drüber stülpen könnt, sodass auch hier keine Kälte in die Jacke eindringen kann oder Wärme nach außen dringen kann. Schön ist auch hier nochmal, dass der Reißverschluss hinterlegt ist, sodass auch durch den Reißverschluss, durch diesen kleinen Fließeinsatz hier keine Kälte nach innen dringt. Ich trage die Jacke jetzt in Größe S und muss ganz ehrlich sagen, dass die körperbetonte Passform sehr, sehr angenehm ist. Allerdings ist es nicht einengend. Man hat unter den Armen noch ausreichend Platz. Auch die Armabschlüsse sind eng genug, allerdings nicht einengend. Ich denke, dass auch hier noch ein guter, dicker Merino Base Layer für den Winter locker Platz hat. Ein wichtiger Punkt im Winter ist definitiv das Gesehenwerden im Straßenverkehr. Und bei einer schwarzen Jacke ist es sicherlich für viele auch ein Kritikpunkt. Dennoch hat Shimano hier an verschiedenen Stellen reflektierende Streifen eingearbeitet. An beiden Ärmeln finden wir diese. Und auch im hinteren Rückenbereich auf den Taschen sind reflektierende Elemente angesetzt, sodass entgegenkommende Autos oder Autos, die von hinten kommen, euch im Straßenverkehr sicher sehen. Und die Geheimwaffe der Jacke ist wirklich in Sekunden eingeklippt. Es geht im Prinzip ganz einfach. Ihr greift euch einmal über die rechte Schulter, klippt es auf den Magnet ein und einmal über die linke Schulter. Und genauso schnell ist es auch wieder gelöst. Zusammengerollt und in der Trikottasche verstaut. Mit diesen zwei Produkten seid ihr nun gut für den Herbst und für den Winter auf dem Bike gerüstet. Sowohl die POC Elements Windweste als auch die Shimano Evolve Windjacke findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr weitere Tipps zu Bekleidung und Technik nicht verpassen wollt, abonniert einfach unseren Kanal.